So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Crystal Meth Drogen! Egal, nein, Spaß beiseite. Die Pokémon-Welt bietet dir viel Drogen. Nein, es gibt viele Dinge, über die wir nicht so wissen. Drogen? Nein. Aber ich weiß mehr als du. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Das glaube ich eher nicht. Du bist bestimmt so ein Streber-Rotzlöffel. Badabadadam. Ja, war doch klar hier, so ein Streber, ja. Schulbengel Julius. Aber das ist so ein eingebildeter Vorname, erinnert mich gleich irgendwie an meinen Geschichtsunterricht von wegen, hier, zweiter Vorname von Cäsar, ne? Gaius Julius Cäsar. Oh, du Lümmel, ja, guck mal doch mal, wer besser ist hier. Machen wir mal unseren klassischen Nerd-Pokémon-Schwanzvergleich hier. Wer ist der Bessere? So, okay. Wieder bist du die Oberflächlichkeit in den Grund gerückt hier. Frissende Kopfnuss und Tschüssikowski, Brimsen. Down. Sweet. Okay. Er lebt noch, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber hey, ruckzucki hilft nach. Tschüssikowski. Badam. Und der Typ ist auch schon down. Down. Voltoball, okay, das kannst du auch machen. Vielleicht reicht's ja für ein Level-Up. Ich glaub's nicht, ehrlich gesagt. Los, Kopf los. Oh, ich bin sogar schneller. Obwohl Voltoball die Speed-Machine schlechthin ist. Badabam, badabam, badabam. Schreck zurück. Das ist ja dein Problem. Ruckzucki mit Ion. Schwanzen. Down. Zweimal zurückgeschreckt. Mein Kopf ist echt eine geile Attacke, muss man sagen. Swoot! Oh nein, das reicht ganz knapp nicht. Scheiße. Entschuldigung, Julius, wurde besiegt. Was? Ja, siehst du mal hier. 480. Poke-Dollar, du kleiner dummer Lümmel. Ja, jetzt bist du endlich da. Und so, guck mal, hat Fox jetzt zufällig einfach nur ein HP? Eine XP? Nö, 13, okay. Ich muss doch mal erzählen. Hatte ich ein einziges Mal in meinem Leben, dass mal ein Pokémon von so Level 30 bis 40 irgendwo so in dem Dreh, dass es mal nur noch ein XP gebraucht hat. Und dann habe ich auch sogar mit meinem alten Handy fotografiert. Das Foto habe ich leider nicht mehr. Naja, die Nerds fotografieren halt sowas. Musste halt sein einfach. Das war einfach nur, ha, ja, irgendwie schön einfach. Hatte ich ja wirklich nur ein einziges Mal, muss ich sagen. Da, da. So, Freunde. Wir haben jetzt ja nachts, ja, wir haben übrigens kein Käferturnier machen können, wie im letzten Part, was ich gemerkt habe. Weil ich habe am Sonntag aufgenommen, aber das ist ja am Samstag mit dem Käferturnier, habe ich mich im Tag verschätzt. Aber da ich ja jetzt Ferien habe, passiert das schon mal mit der Zeitverschätzung. So, nachts kämpfen die Vögel hier gegen uns, das mache ich auch noch. Da habe ich ja unten noch einen übersehen. Also, was heißt übersehen, da war ich einfach nicht nachts, wo ich da durchgelaufen bin. Deswegen konnte ich nicht fighten, das wäre schade eigentlich, weil das ist so ein alt verschwendete XP. Und, ach, siehst du, wo ich schon hier bin? Wir haben jetzt ja auch nachts nur, das heißt, ich kann ja mal in Pokémon kommen gehen. Und dann machen wir mal hier, Sendersuche. Wo ist denn das Zeug hier? Ah, wo ist das Passwort? Buena hier! Heutiges Passwort! Moment, es lautet... Limonade! Cool. Vergesst es nicht! Ich bin im Radio! Turm von Du... Ja, ist ja gut. Mehr brauche ich nicht, Limonade! Schon hab ich doch mein Passwort bereit. So, das machen wir auch gleich noch. Und erstmal, ich habe mir sagen lassen, man kann direkt nach der Arena die Gießkanne holen. Aber ich sagte... Das geht nicht. Hast du den wackeligen Baum auf Route, blablabla gesehen? Ja, meine Schwester war aufgeregt, blablabla, wo ist sie ansehen, bin besorgt, blablabla, ist riskant. Ich krieg die Kanne noch nicht. Das geht, glaube ich, erst, wenn man den Baum einmal mindestens angequatscht hat. Aber ich habe mich da wie unterhalten. Ja, Grüße an dich an der Stelle. Und ja, das hier, viele quatschen den Baum einmal an, wenn sie da oben von Viola City kommen, weil sie denken, oh, ich komme nicht weiter und quatschen den Baum einmal an und dann haben sie ja den einen Teil erfüllt und können direkt nach dem Orden halt hier den Dinger nach unten. Aber ich habe das noch nicht gemacht, ich bin dann nicht rangegangen und habe den nicht angequatscht, deswegen fehlt mir das noch, das muss ich noch machen, das ist aber kein Ding. Können wir noch machen, so, und das Passwort gebe ich jetzt mal im Radioturm ab, weil damit können wir Punkte sammeln. Ich gebe den Punkt jetzt ab und hol ihn mir denn rein, so. Das ist gar kein Ding. So, weil die Tussi ist ja hier, ne? Irgendwo war das hier? Ah, da ist er. Hi, du! Hey, Mann, hi, hast du meine Sendung gehört? Ja, klar, Mann. Kennst du dich, das Wasser heute? Ich hab's vergessen. Nee, Quatsch, natürlich weiß ich's noch. Oh, wow, danke! Wie war dein Name noch gleich? Wenn der hier, der Lord Kai, ne? 11-12, ich zeig meine Zahl, die ich sogar nicht nachbar. 11-02 natürlich. Kai, okay, mach dich auf bei der Sendung mit. Oh, cool. Hi, alle fertig? Schreit das heutige Passwort für Kai lauter raus. Natürlich Limonade. Wow, juhu, das ist richtig. Oh ja, so schwer. Was zugehört, ich bin glücklich. Du hast dir einen Punkt verdient. Twing. Yo, geil. Hat teilgenommen, danke dafür. Yo, Bitches, und vergesst nicht hier meinen Kanal mit Let's Plays, ne? Fett abonnieren, favorisieren, Daumen hoch. Okay, gut. Lassen wir die hier Tutorial-Nummer. Ich habe das alle Zuschauer, Zuhörer auch teilnehmen. Ich warte. Okay, komm gleich. Das ist bestimmt so ein Ansturm an Menschen an und fick. Nee, vergiss mir das. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Okay. Okay, 3 Punkte und dann kann ich mir ein Nugget holen. Sandermann wäre auch cool. Ich glaube, so war ich früher, aber versuche meine total überlevelten Pokémon zu trainieren, weil irgendwie, man hat irgendwie keine wilden Pokémon immer mehr, mit denen man gut trainieren kann. Ah, ist natürlich schon ein bisschen doof, aber Sandermann-Box war mir auch nicht so die Alternative gewesen, aber hey, egal. So.
So, jetzt muss ich überlegen. Ah, da unten genau, den Wachmeister, den will ich jetzt noch. Den hol ich mir noch, den ollen Stinky. Ja, Mann, den mach ich jetzt down. Wer ist der? Was ist dein Begehr? Mein Begehr? Brains, Brains, Zombies, Brains, ich will dein Hirn. Denn ich hab selber keins. Oh, so viel Licht, Mann, den vertreib, ich bin Gamer. Wächter Klaus möchte, ey, mein Opa ist so. Oh, Vulcano, oh, hätte ich auch gern, aber ich habe ja ein viel cooleres Feuer-Pokémon. So, Foxy, das machst du mal jetzt so einfach, weil dann hast du dein Level ab. Kopfnuss, Schwänzen. Mit dem Arsch, du bist... Na, okay, noch nicht. Okay, boah, Brille, Hilfe, wow. Er brüllt mich einfach weg. Okay, dann macht er halt Kleinstein, ist mir auch schnurzpiep egal. Denn nochmal, Intensi. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Boah, ganz schön viel Schaden. Und ich schrecke zurück, nein. Das ist nicht so. Intensität 4, Bremsen, das reicht niemals aus, oder? Oh Mann, oh verdammt, das ist ja zwar sehr effektiv, aber das reicht nicht aus. Und meine Flinkklaue hat zwar gegriffen, aber macht sie das nochmal? Ich weiß es nicht. Intensi... Okay, fail. Schade, Jones vielleicht auch noch ein Level abkassiert. Verdammt. Das ist egal. Dann kann Fox das... Nein, was mach ich da? Fox, los, erledige ihn! Mach ihn down, ruckzucki! Schwanzen. Du bist jetzt richtig im Arsch. Fox erreicht Level 18. Twing, geil. Oh, Fox ist Kratzfuhr. Die Attacke will ich nicht. Die trifft bei mir grundsätzlich nie und ist auch schwächer als Kopfnuss, selbst wenn sie x-mal trifft. Weil das Problem ist, sie trifft ja bei mir in der Regel auch nur zweimal. Zweimal und trifft nie. Das ist natürlich total nützlich. So, Wächter Opa wurde besiegt, Alter Klaus. Du bist ein starker junger Gegner. Danke für die Knete, du alter Opi, du. So, dann verpiesel ich mich hier. Dann habe ich eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte hier. Bewiesen, dass man sich die Gießkanne noch nicht holen kann. Ich habe meinen Punkt aus dem Radioturm geholt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir oben im Käfer-Dingsen hier da bei dem, wie heißt der Park? Einheitspark, Nationalpark, irgendwie sowas. Und machen, achso, den können wir ja auch noch platt machen hier, ne? Dann, du bist jetzt auch gleich da unten hier. So, Dolens, du hast einen Level abkassiert, dann würde ich sagen, der nächste ist mal auf der Liste. Du hast immer Feuer-Pokémon, ne? Dann macht er Tour, aber mal. Dolens ist ja leider down. Geht ja nochmal zum Wohnzeit hier. Bei Nacht lauern gefahren! Ja, du zum Beispiel. Alter Pedo, du bist bestimmt hier unterwegs, um irgendwelche Kinder auf der Straße abzufangen. Alte Sau. Oder wie zu beleuchten, das ist voll unhöflich. Ein Schlagstock hat auch, wie mich direkt verkloppen hier, Dirk. Vulcano! Oh. Irgendwie guckt das hier voll böse, hab ich das Gefühl. So, richtig, ich fress dich gleich auf. Nom, 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 nom. Sternschauer, nix mit auffressen, hier frisst Sterne, boom. Wow, nice one. Oh, hört auf mich wegzubrüllen, das ist voll uncool. Muss ich die XP mal teilen? Oh, Smetbo, ja gut, der ist, denke mal, auch schneller und dürfte mit einer Konfusion eigentlich hier den Rest erledigen. Ist mir doch scheißegal, ob sie die kleinen Hundis hier gehen, alle down. Hundis! Idiotenhunde! Okay, dann lassen wir mal das Weg als Gronkh-Fake abgestempelt. Das möchte ich müssen, wenn es möglich ist, vermeiden. Obwohl, ich habe mir schon mal von jemandem sagen lassen, wenn ich versuche, meine Gronkh-Stimme zu machen, dann hört sich das fast genauso an. Würde ich jederzeit anzweifeln, aber hey, was soll's. Ist das wirklich genauso an? Ich glaube nicht, nee. Ich muss mir die Folge nochmal anhören und so. Das ist so cool. Ich kenne ja nicht sein ganzes Minecraft-Let's Play. Ich kenne nur so einzelne Ecken, wo dann sagt, ey, das ist voll cool, weil guckst du dich mal an. Oh, Alter, hört mal nur auf hier. Erinnert mich gerade an irgendein Let's Play. War das hier, war das Zelda? Nee, wo kommt der denn her? Boah, ich weiß es gerade nicht. Ah, ich glaube, aus Fire Emblem ist sein, Dein Biss auch so stark wie dein Brüllen oder irgendwie so, ihr kennt den Spruch, ne? Kannst du nur bellen oder auch nur beißen? Nee, geht irgendwie anders. Ihr wisst, was ich meine, aber. Schwupps! Down! So. Dann frissel ich mir nochmal schnell zurück und. Epic Leg. Fahrradladen! Hey! Hey, geil! Unsere Fahrräderverkaufe brechen alle Rekorde, Mann! Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten! Tschüss, Mann, du Idiot! Toll. Gut, dann haben wir kostenlosen Fahrrad geschenkt, der kriegt, soll mir recht sein. Das ist bestimmt wie in der dritten Generation, wo auf dem Fahrrad drauf steht Radler, 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 Radler. Und dann Massive Werbung. Da, da. Und der Let's Player ist ja verpönt. Also eigentlich der Let's Player nicht. Es gibt also ich zum Beispiel dulde Werbung in gewissem Maße. Wenn jetzt irgendwie die Leute bei mir eine PN schreiben und sagen, hey, guck mal rein, so finde ich das voll in Ordnung. Man muss es ja nicht übrigens gerade in die Kommentare von jedem Video spammen. Das ist ja nur ein bisschen too much, hat auch nichts mehr mit, wenn du Werbung zu tun hast, einfach ein Spam. Aber Werbung an sich finde ich ehrlich jetzt so nicht schlimm. Ihr kennt mein Motto, ne? Werbung rechtfertigt sich dadurch, dass das angeworbene Produkt eigentlich gut ist. Und aus dem Sinne des Plays kostenlos, also was soll's.
Den Zuschauer kostet es nichts, auch wenn die Let's Player was davon verdienen, aber der Zuschauer merkt davon ja nichts. Und die meisten nutzen sowieso Werbeblocker. Das ist auch nichts Falsches, ich benutze selber auch einen. So, das habe ich jetzt alles gemacht, dann muss ich... Ich wollte schon wieder da reingehen, aber ich bin, lass mich schon wieder ablenken. Wie gesagt, ich benutze selber auch einen Werbeblocker, muss ich mir zu meiner Schande gestehen. Aber das liegt bei mir daran, dass mein PC, ihr wisst jetzt alle, ne, ist ja richtig Flagmon-lahm, könnte man sagen. Okay, ich höre auf. Und ja, deswegen, wenn ich irgendwo da einen blinkenden Banner sehe, dann geht mein PC gleich in die Knie und deswegen benutze ich halt auch einen Werbeblocker. Sogar bei mir selbst. Aber ich glaube, ich kann mir selbst doch keine Werbungseinnahmen verschaffen. Aber wie gesagt, ihr könnt das jederzeit, wenn ihr sagt, ach, naja, gut, für den Kai, ja, der ist ja so nett und so, dann mache ich das mal. Dann könnt ihr das auch ruhig ausmachen. Das ist jetzt für mich kein Problem. Aber ihr müsst das halt auch nicht tun. Aber ich sag mal so, für euch ist es vielleicht in dem Sinne irgendwie reizvoll. Denn wenn ich mehr Werbeeinnahmen kriege, dann besteht die Chance, dass ich vielleicht schneller meinen neuen PC kriege und neuere Let's Plays machen kann. Das wäre natürlich für euch der Reiz der Sache. So, den Julius Fritzenhauer auseinandergefetzt hier. Mit seinem Möchte, ich bin voll klug, ich bin voll Porno, ich bin Oslo, ey. Ja, ist klar. Zählst deiner Mama, du Schlümmel, du. So, Jones, mach mal dein Ding hier. Hoffentlich keine Pflanzen-Pokémon, Big am Arsch. Meine Pokémon sind entzückend. Und ich will dir sagen, wie stolz ich sie mich machen. Okay. Ja, das Beste, was zu tun ist. Dann hau ich dir nebenbei aufs Maul. Oh, Pipi-Pokémon, die sind voll niedlich. Schick. Niedlich? Das Vieh fand ich als Kind so verstören. Wie sieht das aus? Wie so eine. Hat so eine Doggenschnauze und dann so ein Fee aussehen. Was? Wieso? Weiß ich das, also ich fand bisher ja, also ihr müsst ja meine, die Tendenz ist ja auch offensichtlich erkennbar. Oh, ach, das müsste reichen. Nee, jetzt mal ein bisschen dazu. Also komm, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie die Katze aus dem Sack lassen. Also ich erzähle jetzt kein irgendein zerbrechendes Weltbild. Ich sah, dass langsam die Pokémon-Ideen immer kurioser und immer abstrakter werden, damit man irgendwelche Pokémon-Ideen noch findet. Was stolz angeht, kann ich dich schlagen, aber den Rest hast du verkackt, Alter. Oh, schön viel Geld. Aber wir müssen jetzt nicht offensichtlich, also das ist offensichtlich, dass die Pokémon-Ideen langsam rar werden. Also gut, die Pokémon-Ideen sind seltener. In der fünften Pokémon-Saison gab es so viele verkrüppelte Pokémon wie noch nie. Also was heißt verkrüppelt? Die Ideen müssen abstrakter werden, weil einfach irgendwann die Tierideen, so Schildkröte, Hund und so, weißt du, wie oft wurden die jetzt schon ausgebuddelt? Das gibt's doch jetzt halt schon in dreifacher und vierfacher Ausführung. Hier Maus-Pokémon gibt's doch, weiß ich nicht, mittlerweile hier. Meryl irgendwann kam dazu, dann Pikachu. Gibt in jeder Generation irgendwie so einen Pikachu-Klon, irgendwie, der fast aussieht wie ein Pikachu. Und fast immer dieselben Merkmale hat, so, du alter Opa hier, kämpf mal gegen uns hier. Ich glaube, haben wir schon, da war da mit dem Reitschuh, ne? Du alter Opa hier. Ich hab zwar den Kampf verloren, aber meine Pokémon gewinnen den Schönheitspreis. Ja, viel Spaß. Was ist mit Schönheitspreis? Kennst du auch keinen mit? So. Die schöne Feinde hier. Dachte, du starrst mir an, weil ich süß bin. Nö, du bist hässlich. So. Hier noch einer? Nö. Nobody's here. Und, also überlegt mal, fünfte Generation, könnt ihr mal einen Pokédex bei Bisa-Fans gucken, das finde ich das selber sichtlichste. Und sucht euch mal das Pokémon, also wer ist die fünfte Generation, ich kenne, sucht euch mal ein Pokémon Unratytox oder irgendwie so, ist das ganz komisch. Ey, seid bitte, das ist so. Ich fand in der dritten Generation Makuhita schon komisch, weil der auch aussieht wie so ein oben zugebundener Müllsack irgendwie. Aber das ist ja die absolute Härte gewesen, das hat mich so. Bremsen mitten die Faust in die parkende Sicht irgendwie, das ist richtig übel gewesen. Das Pokémon hat mir irgendwie jeden Scheiß, ihr habt mir jede Zelle meines Körpers wurde von Ekel erfüllt, irgendwie, weil ich einfach nur gesehen habe, dass eine Mülltüte zum Pokémon degeneriert ist. Manche Pokémon kann man nur im Park antreffen, ja, das ist doch mal schön. Interessiert mir mal ein Scheißdreck. So, was haben wir hier? Es ist ein Obstbaum, ja, wieder mal obvious. Das ist wieder Zeit für den Obvious Punch! So, okay. Haben wir das auch wieder hinter uns? So, Epic Lex haben wir auch hinter uns. So, was ist mit dir jetzt hier, Kumpel? Wie machen wir denn den jetzt down hier? Ah, du Kano, du bist unser Anführer-Pokémon. Also, mein Starter ist generell mal ein bisschen bevorzugt, was den Rest des Teams angeht. Aber das ist ja jetzt auch noch kein Geheimnis. Das kennt ihr aus Geld wahrscheinlich alle. Ich werde jetzt deine Gedanken lösen. Echt? An was denke ich gerade? An Möpse! Scheiße, woher weiß er das? Das wissen wir alle! Mann! Jacques! Aber ich glaube, im Französischen spricht man das Jacques einfach nur aus. Oder? Oder das Essen nicht? Nee, das kann nicht sein. Jacques, irgendwie so. Wird es wahrscheinlich auch in dem Igman. So, ich glaube, Tackle ist hier ein bisschen effektiver, weil Abra, ja, in der physischen Defensive, ja, ziemlich verkrüppelt ist immer. Oh, Blitz, yay. Schlug fehl, du kannst meine Genauigkeit senken. Glückwunsch, nutzt dir gar nichts. Burn, down, Tschüssikowski. Freestars.
Schwing, Level up und Volcano ist damit Level 19, das ist sehr schön. Das fand ich aber auch noch prächtig. So, ein weiteres aber, yay. So, ich glaube, das Tour aber ganz gut aufgehoben. Abracadabra, Simsala und irgendwann gibt es eine vierte Entwicklung, die heißt BIM. Ich warte schon Bus drauf. Seit der ersten Generation war die, dass Simsala noch eine vierte oder vielleicht so eine weibliche Simsala-Entwicklung kriegt, weil Simsala sieht ja immer so männlich aus, weil er irgendwie so ein Pimmel zwischen den Beinen hängt. Das sieht immer ein bisschen creepy aus. Und ich warte. Oh, ein Kadabra. Cool. Oh. Somebody schreibt's mir in Skype. Oder was Kadabra mit dem Pimmel unten dran? Ich weiß es nicht. Aber sie, oh, ist schneller als ich. Nice. Sternschauer würde ich trotzdem ganz schön verletzen, weil. Yo. Eben genanntes Problem und ich hab. Ah, ich hab keinen Windstoß. Ich hab keinen. Wieso hast du keinen Rückzug-Keep eigentlich? Oh, Confusion! Was? Wow, holy fucking shit! Und noch verwirrt, na toll! Nein, das ist nicht gut. Ah, Scheibenkleister. Mann, tu aber, du musst das packen! Du bist der Einzige, der es schaffen kann! Boah, heilige Scheiße, ist nicht mehr wird, dankeschön. Windstoß! Bamsen! So, ich muss mal jetzt kurz gucken hier gerade. Wer schreibt mich denn hier gerade in Skype an? Aha, okay, gut. Also, ich Bescheid. Tu aber halt ganz viele XP und erreicht Level 19. Machst du okay, nur gleich. Schön. Swit. Psycho-Jack wurde besiegt. Ich habe mich wohl bei dir verlesen. Naja, mit den Möpsen hattest du. Egal. Vergessen wir da. Oh, noch mehr Trainer, Hilfe! So, Freunde und Finanzgesellschaft, was machen wir jetzt? Jones, du musst neu leveln, mach du das mal jetzt hier. Kämpft die jetzt? Oder gehen wir von dir die Kanne? Ich bin Flora vom Blumenladen, stell dir vor, als ich den wackeligen Baum mit Wasser benetzte, ist er hochgeschreckt. Es muss einfach ein Pokémon sein, ich wette, es gibt deine Verkleidung auf, wenn man es begießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Und mit was hast du sie vorher bespritzt? Ich will's gar nicht wissen! Sonst stellt sich bei mir Kopfkino ein, das geht grundsätzlich immer pervers aus, sagen wir es mal so. So, aber du bist noch ein Trainer, ne? Genau, ich bin Trainer. Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Ja, jetzt kommst du mit zwei Ratzfatz wahrscheinlich an wieder. Für jedes Pokémon bereit, aha. Ihr seht es gerade nicht, aber ich roll mir den Augen. Oh, Holger, der Holger. Wo bist du auch bei, ja? Und Angela. Das Pokémon, das immer jeder über irgendeinen perversen Hentai-Namen gibt. Warum eigentlich? Nur weil es Tentakeln hat, hat das nicht irgendwie noch mehr hier irgendwie. Das gibt's doch immer wieder. So, das war irgendwie zu erwarten. Ich glaube, Jones, du bist hier echt scheiße dran. Oh, heilige Scheiße, das war viel zu viel. Okay. Ich wollte ja, du musst mal Hallo sagen. Kennst du nicht die Steinbegrüßung? Steine jemand ins Face schmeißen? Okay, Pascal, der ist kein Gift-Typ. Okay, du, das... That's a job for you! So, da kannst du deinen Absorber dir sonst wohl stecken, du alter Pimmelmann, du. Alleine die Vorstellung, dass das alles irgendwie... Och nee, hör Leute, da auf damit, ey. Burning! Down! Jawoll. Ihr habt gerade gesehen, der Steinwurf hat nicht so viel Schaden gemacht, weil... Ja, Tangela hat physische Defensive ganz schön was drauf. So, Volcano kriegt auch schöne XP, wow, nice. Ich glaube, das geteilt ist, war echt viel. Ups, ein Fehler in der Berechnung. Ja, du hast einfach ein Feuer-Pokémon dir gegeben. Du hast nur Pflanzen-Pokémon. Das sind jetzt nicht so die stärksten Vertreter ihrer Gattung. So, und jetzt geht's hier nochmals weiter. So, ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich die Gießkanne holen, aber es sind noch mehr Trainer hier. Ich muss sie alle töten. So, ja, Jones, du bist jetzt ein bisschen vor the ass und so. Du hast ja Level 19. Theoretisch kannst du jetzt also Pascal nennen. Dein Feld überlassen. Der müsste das eigentlich nämlich down kriegen, was auch immer jetzt hier kommt. Ich gehe überall hin, wo es Käfer... Oh, Kampf. Vielleicht psychoempfindliche Käferpokémon und Bibo oder sowas, das wäre ganz cool. Gibt außerdem very nice XP. Oh, Udo. Schickt Blutzucker in den Kampf. Irgendwie habe ich das Gefühl, der klaut meine Telefonnummer, wenn ich ihn besiege. Und ich hoffe, ich irre mich. Eat this motherfucker, Confusion. Swoosh, Bremsen. Oh yeah, that's very effective. Oh yeah. Ja, da kannst du mich gesichten, so viel du willst. Ich weiß gar nicht, was die Attacke bringt bei Pokémon, die gar keine Geist-Pokémon sind. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, da wird irgendwie verhindert, dass man die Fluchtwert erhöht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Don't ask me, ich habe keine Ahnung. Pascal kriegt XP, jetzt nicht gerade viel, aber... Oh, ich hatte noch ein zweites Pokémon. Fail.
Ich hätte nicht verlieren dürfen. Was sagen sie alle? Hey, ein wildes Pokémon. Ba-da-da-da-da. Ein Hut, 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 Hut. Level 14. Hier so ein Guthut zu fangen, würde sich vielleicht sogar schon lohnen. Obwohl, ich glaube, das kann jetzt schon mittlerweile Schnabel. Das würde ganz schön Schaden machen, auch wenn es jetzt ein wildes Pokémon ist. Und wilde Pokémon ist meistens ein bisschen schwächer, weil sie halt keine Faust und so einen Käse haben. Aber ich will endlich ein Level Up haben, von daher mache ich das jetzt mal hier. Kannst du mal ein bisschen schneller machen. Oh, schön. Volltreffer. So, ansonsten fliege ich jetzt hier. Das dauert mir zu lange. Mann, lass mich in Ruhe. Lasst mich doch in Ruhe. Engton. Oh, ist ja cool. Ein Engton, Engton. Oh Gott, steht das auf der Liste? Mir fällt gerade auf, meine Kristallnamenliste ist gar nicht offen. Haben wir einen Enton dabei? Nö. Keiner mag Enton. Okay, kann ich verstehen. Enton. Aber irgendwie ist es doch niedlich. Es ist einfach nur derp irgendwie. Kai findet TM4, das ist... Keine Ahnung. Ich guck einfach mal. Walzer, okay. Ja, gut. Wenn man genug Glück hat, kann man das machen, weil dann weiß man, die Attacke wird immer stärker und irgendwann bremst sie richtig rein, aber bis dahin ist es einfach nur wie... Für mich ist es ziemlich ungenau mit ihr Trefferrate und dann geht's halt daneben und dann ist die Stärke wieder weg und so. Welche Art von Pokéball benutzt du? Ich benutze meine Bälle. Egal, vergessen wir das mal ganz schnell. Ja, diese Irokesen-Vogelfänger. Otto Walker ist cool. Ah, ich glaube, der hat auch noch Frisur. Obwohl, der hat nicht mehr... Also die Menge der Haare könnte ähnlich sein, aber die Frisur an sich, nein. Das passt irgendwie nicht. So, Confusion. Swiss, 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 Frimsen. Schön, schön. Ah, nochmal. Ach, du Kacke. Okay, ja, stimmt, da kann der Windstoß. Das ist also sehr effektiv, aber geht noch. Halt ich aus. Hier, Confusion. Swiss, 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 Frimsen. Down, du kleines Taubsi. Gib mir einen Level Up. Yay, ding. Schön, 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 schön. So, ein Tom Oger, holy shit. Theoretisch könnte Jones das machen eigentlich, aber... Er ist ja ziemlich angeschlagen, deswegen lasse ich das mal lieber Fox machen. Schon wieder so ein Übrigens auch ein vorgecheatetes Pokémon, ja, das kann ich nur... gut, ihr habt meine Aussage völlig widerlegt. Von mir aus. Bremsen, Kopfnuss kriegt das Vieh trotzdem jetzt ab. Boah, nice. Schreck zurück, rück zu Keeper daher und Tschüssikowski, Bremsen. Fox rückt die echt die Bude. Eigentlich würde er in der Geisterarena ziemlich unnütz zu sein, weil er hat keine Attacken, die außerhalb des normalen Bereichs gehen. Und daher kann er irgendwie nichts tun. Mist, nicht schnell genug. Ja, nicht stark genug und nicht verteidigungsstark genug und nach ihr wisst, was ich meine. So, Freunde, ich werde jetzt hier noch schnell... Ist da was, wir werfen mal einen Schutz ein. Wir haben, glaube ich, sowas dabei. Einmal oder so. Das mache ich jetzt einfach mal hier. Da, ein Schutz hier, bitteschön. Hab nämlich keinen Bock gerade auf wilde Pokémon, deswegen radel ich hier einfach mal durch in Windeseile und hol mir schnell die Gießkanne. Und im nächsten Part geht's ja weiter mit Mogelbaum, weil den will ich natürlich versuchen zu fangen, weil der steht glaube ich auf der Liste, oder? Ja, genau, richtig. Von dem Namen, dessen sich immer irgendwie immer trotzdem noch anhört, wie das japanische Wort für Sex, aber gut, vergessen wir das mal. La 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 la, da hast du Wasser, mein Hübsches. Gib mir jetzt die Gießkanne, du Hu, Bitch. Ey, wieso gibt ihr mir die nicht? Als ich meiner Schwester von meinem wackeligen Baum erzählt, sagte sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Ich habe Bianca besiegt. Oh, du bist besser als Bianca, dann bist du in Ordnung. Hier die Shigikanne. Oh, geil. Shigikanne, yay. Geil. Basis-Items, schön. So, Leute. Schutz wirklich mehr, ist mir egal. Brauchen wir auch nicht mehr. Ich gehe mich jetzt noch kurz heilen. Da, 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 da. So, guten Abend, du bist spät dran. Ja, deine Pokémon machen sie wieder fit. Das ist doch cool. So, da haben wir uns wieder frisch geheilt. Und können wir beim nächsten Mal einen Mogelbaum in Angriff nehmen. Ich hoffe, ich habe noch genug Bälle. Bälle. Egal. Da, 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 da. Gucken wir ganz kurz an die Ballordner. Ja, sieht gut aus, müsste reichen. Das denk ich mal. Neun Superbälle, das denk mal, das reicht. So, ich werde jetzt so nur hochflitzen schnell. Ja, das geht doch ganz fix. Ich bin doch Flitze. Speedy Gonzales, ich bin Speedy Gonzales, der schnellste Pokémon-Trainer von Mexiko. Nein, irgendwie nicht. Ba, da, 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 da. Das haben wir auch eigentlich jeden Trainer hier abgegrabbelt. Und dann geht's auch bald nach Teak City, Freunde.
Da wartet der vierte Orden auf uns. So, jetzt heißt es wieder Fahrt, Mucke. Ist halt nicht wirklich cool. Eigentlich nicht. Ey, mit Auto fahren wir viel krasser, ey, Mann. Okay, gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. So, Leute, da sind wir auch schon mal im Muggelbaum. Ich fand das Pokémon als Kind irgendwie mal witzig. Das ist irgendwie was Tolles irgendwie. So, Freunde, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, was soll ich sagen? Bis dahin wieder, macht's gut. Haut rein, tschüssi, aufs Gehirn. Ciao.